Auslosung hat wieder ergeben, wie schon in der Zwischenrunde. Bremerhaven muss zuerst raus. Und da sehen Sie auch mal die Herren im Mittelpunkt, die ja dann im ersten Drittel mit einem Jive eine atemberaubende Aktion bringen. John Miles ist die Musik und wie gesagt, Tanzen und Musik, das Bremerhavener Motto. Und es ist schön, wenn man das hier so sieht. Träume und tänzerische Fantasie beweisen ja, dass wir nicht so fest in unsere Haut eingeschlossen sind, sondern dass es da noch Bewegung gibt. Dass man da noch weiterreicht, dass man mal nach den Sternen greift. Zuversicht bei Bremerhaven, Zuversicht auch beim Trainer Horst Behr, der es vor 8 Wochen Vater geworden ist mit seiner Andrea. Und die Kleine, die ist auch in Köln dabei und liegt im Hotel.
Wunderbare Linien bei Paso Doble und Rumba und dann die Diagonale zum Samba mit Roundabout, das war schon perfekt. Und ich muss noch etwas nachfragen. Ich habe natürlich gesagt, der Horst Bär wäre Vater geworden. Natürlich ist er mit seiner Andrea, die ist Mutter geworden, beide sind Eltern geworden. Und die Kleine, Vanessa Caroline, die hat man mitgebracht, aber wie gesagt, sie wird betreut im Hotel. Und die beiden, Vater und Mutter, wollen in absehbarer Zeit schon wieder etwas Neues einstudieren. Das ist das Nachspiel, nochmal 48 Sekunden lang, aber wie gesagt, Sie wissen, das wird nicht gewertet.